ich ganz weiß. Zahlen sind mein Elixier. 1111 mehr Summe 4. Doch bin ich nicht nur Zahlen-Nerd und Gangster-Rapper, yo. Yo. Tag. Glück auf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mal wieder pünktlich. Morgens früh um 8 Uhr bin ich für euch da. Nein, wir sind für euch da. Warte mal. Ich war gerade duschen und dann ist mein Haar immer so flockig, ne? Ja, rasiert habe ich mich auch, wie man sehen kann, ne? Kann man das sehen? Nee, doch hier ein bisschen da an der Seite. Ja. Ja, aber ich brauche mal so einen Stylisten, ne? Ah. Ja, ich will halt so eine Seite, so, ne, so, das muss hier hoch. Aber gibt es eigentlich Haarfarbe für ein Bart? Ja, also gibt es sowas so, ja, ich will es nicht so schwarz, ja, schwarz ist ja hässlich, ne, so viele alte Männer, ja, die machen so, ja, so eine schwarze Frisur, Goldkettchen, ja, Mercedes mit Cabriolet, ne, und dann so ein Goldkettchen drum und Ringe, ach ja, habe ich ja auch. Ja, aber alles in echt und so Gold. Wow. Ja, weißt du, so wahnsinnig geschmeidig kommen sie dann daher. Ja, ja, ihr wisst ja, die Verlängerung, ne? Ja, aber dann die Haare schwarz, ne? Darum geht's ja. Nee, das will ich ja nicht. Bah, schwarze Haare ist ja... Nee, ich hatte noch nicht schwarz. Vater hatte schwarze. Ich hatte so dunkelblond, ne? Jetzt habe ich ja so ein helles Grau, ne? Ja, auch designed, ne? Designed bei Hairdresser. Apropos Hairdresser, ja, bist du bald bei einer Parfümwerbung, ja, das richtig das männlichste ist, ja, die weibliche Stimme, die hinterher immer sagt, ja, kommen Sie zu Döglis, ne? Hier tanken sie auf oder so, beziehungsweise hier können sie einkaufen bei Döglis, ne? Ja, das ist die einzig wahre männliche Stimme da in dieser Parfümwerbung, ne? Das ist schon mal aufgefallen, müsst ihr mal genau reinhören, ne? Dann sind da so Männer, ja, you love it. I have the best Parfum. Ja, Parfum is the best. Ja, you must shopping in the rest. Nein, also nicht jetzt so. Ich krieg den Text jetzt nicht so zusammen. Ich sag ja, da fehlt was. Ne? Ja, da fehlte damals was. Ne? Ja, also das ist mir aufgefallen. Ja, schade. Ich kann auch keine Witze erzählen. Ne? Also Witze sind total. Ja, was für ein Boiler, ne? Ja, total bescheuert, ne? Sinnvoll. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Ja, ich bin ja so ein TV-Koch. Ja, mein Philipp, ich bin kein TV-Koch. Ja, ich bin auch kein YouTube-Koch. Ja, es gibt ja TV-Köche. Ja, da habe ich ja schon mal gesagt, ne, wie die jetzt so machen. Ne? Dann zeigen sie dir eine Kartoffel. Dann sollst du einfach drunter schreiben, jo, 500 Gramm Kartoffel. Alles gebongt. Nein, aber dann zeigen sie die Kartoffel. So, ey. Und dann gibt es eine, die hat immer das Mikrofon in der Salatschüssel drin. Oder in der Schüssel, wo die den Brotteig kneten. Der hört sich an wie, ja, eine Front irgendwo früher, die Ärzte da, ne, die ja vielleicht so ein Bein abgetrennt haben oder so, ne. Ja, so OP-mäßig, ne, so, ja, oder wenn Zombies, ja, so in einen Menschen reinbeißen, ne? Ja, hört sich ganz furchtbar an, ja, oder manchmal beim Küssen, ne, gibt es auch so Küsser, so Kuss, und Knutschzähnen, ne, ja, so, warte mal, so, boah, da könnte ich so reinhauen, ne. Ja, Leute, wenn ich mehr weiß, wie ein Kuss sich anhört, der weiß auch nicht, wie ein Kuss sich anfühlt. So, Niki ist wieder da, hurra, hurra. Ja, hat sich gleich wieder hingelegt. Jetzt fängt er an zu schwanken, wie total besoffen.
Ja, ich weiß auch nicht. Ja, kann sein, durch zu viel Liegen, Kreislauf, ne, habe ich auch schon mal gehabt, ne? Da war ich zu viel im Bett. Und deswegen, du bist ja heute, wenn du schweren Herzinfarkt hast, du stehst ja selbst am selben Tag stehst du wieder auf, Leute. Ja, das ist, ne, die Krankenhäuser, die dürfen dich ja nicht mehr lange da haben. Ja, du, wie sag ich, du hast einen Herzinfarkt. Ja, früher hieß das, boah, 6 Wochen flach liegen, nicht bewegen, die Pfanne, die rotierte da hin und her und flog darum. Ja, ne, bist da noch? Ja, früher, ne, heute, ne, heute kriegst du, selbst wenn, guck mal, ab und zu muss ich ja mal hier, so alle paar Jahre muss ich ja mal hier den Defibrillator mal so austauschen, ne, so. Du hast ein neues Ersatzteil eingebaut, Cyberman, ja, ja, und der kriegst du dann, weil ja, wie gesagt, die Krankenkassen, die zahlen halt nicht mehr so tagelangen Aufenthalt im Krankenhaus, der kriegst einen Zettel, eine Bastelanordnung wie von Ikea, nur halt ohne diesen Imbus, ne? Ja, da kriegst du eine Bastelanleitung, ja, die Fäden müssen sie so und so rausziehen. Nein, nicht ganz so schlimm. Ja, ich musste schon zum Arzt damit, ne? Ist klar, logisch, ne? Aber ja, irgendwann ist das soweit. Dann darfst du auch noch niemals mal mit dem Arzt besuchen. Krankenhäuser, die ticken ja schon aus. Ja, okay. Ich meine, es ist ja richtig, ne? Ja, guck mal, die Leute, die gehen ja ins Krankenhaus, ja, weil sie einen dicken Zeh haben. Eingewachsenen Zehennagel. Ja, du lieber Himmel. Ja. Ich habe manchmal Rückenschmerzen, da wird dir aber anders, du. Ja. Da möchte ich auch manchmal so irgendwie jemanden zum Quatschen haben. Ja, du, hinterher hast du total vergessen im Krankenhaus, warum bin ich eigentlich hier? Aber wir hatten schöne Themen drauf gehabt, ne? So, ja, so, ich meine, okay, da kannst du ja besser zum Friseur gehen, ne? Da zahlt die Krankenkasse nicht so viel für, ne? Ja, dem kannst du ja auch so vieles erzählen und, oh, ja, und ist mir die Suppe angebrannt und ach, apropos Suppe, heute gibt es Suppe. Ja, ich mache dann in der Zwischenzeit, warte mal, ich hole euch mal ein bisschen näher. Ich mache in der Zwischenzeit, mache ich dann schon mal die Kartoffeln, dann können wir ja weiter Ja, und da quatschen. sind wir dann auch schon wieder. Beziehungsweise hat sich nicht viel verändert, nur ein bisschen näher ran, ne? Da könnt ihr mir wenigstens ins Ohr gucken, ne? Ja, so, ich muss jetzt mal hier ein bisschen Kartoffel schälen. Ja, man kann sich die Kartoffelsuppe auch einfach machen, ne? Ja, ich mache ja so eine cremige Kartoffelsuppe. So, also da müssen die Kartoffeln schon ja so ein bisschen auseinanderfallen und matschig werden und so. So brauche ich das und so soll es werden. Ja, ich habe hier Mettenden anstatt jetzt, sag ich mal, so. Ja, wie gesagt, es soll eine böhmische, tschechisch-böhmisch Kartoffelsuppe werden. Und ja, die macht man mit Pilze, ne? Also selbstgesuchte, gesammelte Pilze. Jetzt gehe ich aber auch hin. Ich habe hier diese Austern. Wie hieß habe ich sie? Wie habe ich sie nochmal genannt? Beziehungsweise was steht hinten drauf? Yin Yang. Nee, Shiitake. Shiitake. Shiitake-Pilze habe ich hier. Könnt ihr sowieso nicht lesen, von welchem Hersteller das ist. Ne? Also dann brauche ich das auch nicht zudecken. Ja. So, ach so, ich habe da mal auch hier so 4, 1, 2, 3, 4 kleinere Worbeblätter. Die schmeiße ich auch schon mal da rein. Das Fleisch habe ich schon mal so ein bisschen vorgekocht, weil das braucht ja dann doch ein bisschen länglicher. Und so weiter, ne? Ja, aber jetzt mal eben kurz zum Thema zurück. Ja, die Krankenhausaufenthalte, die werden immer kürzer, ne? Ja, da kriegst du so ein kopiertes Stück Papier, ja, ein bisschen Werkzeug, vielleicht eine Schere dabei eingepackt, ja, so wie so ein Inbus-Schlüssel, ja, also so ein Sechskant innen, ja, oder wie sie auch immer heißen mögen, diese Dinger. Und ja, okay, du kriegst jetzt keinen Imbusschlüssel, aber du kriegst da so ein, ne? Vielleicht so ein Werkzeug irgendwann mal dabei, so eine Schere, ein Tupfer. Da kannst du deinem Partner sagen, oh, jetzt brauche ich einen Tupfer. Ja, zack, 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 zack. Ja.
oder Blinddarm eben mal kurz. Ja, und irgendwann dann gibt es ja auch mal das Schnellstarter-Set. Ja, ich meine, du kannst ja auch schon Bier brauen zu Hause, ne? Ja? Bierbrau-Set, ne? Oder Wein oder so kann man ansetzen und so, ne? Ja, warum soll das denn nicht so ein, ja, ich repariere mir meinen Blinddarm selber Set? Ist doch einfach und die Krankenkasse kann eine Menge sparen und die Umsätze, die steigen, ja, in der von einem Hersteller, der so ein Set da baut, ne? Ja, ja, heute habe ich es ja wieder mit die Dinger da. Wie heißen die Dinger? Die Dinger, wie heißen die nochmal? Die komischen Dinger. Pharmaindustrie. Ja, ja. Pharmaindustrie. Ja, das sind ja so die Schlimmsten, ne? Das sind ja ganz arme. Also der Chef, das ist ein ganz armer von der Pharmaindustrie. Ja, lebenswichtige Medikamente. Mal eben so, boah, so 20, 30.000 Euro oder Dollars, ja, für eine Tablette. Ja, und damit überlebst du, ne? Ja. Ja. Ja, ist doch, ja, ich meine, entspricht jetzt keiner vernünftigen Logik, ne? Ja, weil jeder, der vernünftig denkt, der denkt sich, du, ich habe ein Wundermittel, damit kriegst du deine Krankheit weg und nimm das einmal nur, ist weg, ist Geschichte, ist geprüft, ist getestet. Nein, aber dann kostet das so richtig Kohle, ne? Ja, genauso wie das Stück Papier, ja, was man hier in der Corona-Zeit, ne, das war ja auch so ein Ding, ne? Ja, da hast du in der Corona-Zeit, hast du dann so ein Stück Papier vor der Schnauze gemacht, ne? Ja, so eine Klapse da, ne? Ja, das war alles gar nicht mal so zwingend nötig, meine ich so. Ja, das war ja alles gar nicht mal so. Heute kriegen sie einen am Sack oder am Sack vorbei, besser gesagt, ne? Ja, die machen ja immer nur, ja, ob das der alte Verkehrsminister da war, ne? Milliarden im Sand gesetzt, ja, haben sie alle bekloppt gespielt, oh, wir müssen da so Brücken bauen und dies und Schilder und das und die Geräte, ne, zum Maut ablesen, ne, ja, und dann hinterher wurde ihm das verboten, ne, egal, kackengeil, ja, und der steuert, au, der steuert im Krankenwagen, ich hab meinen Finger geklemmt, ja, und, ne, weißt du, ja, ist doch Knorke sowas. Ich finde das also Alpha. Ja, boah, wenn man so überlegt, wie viele Kindergärten man hätte von bauen können, ne? Ja, ich sag mal so, ich brauche jetzt, wenn ich jetzt eigene Kinder hätte oder so, mir wäre das egal, ne? Aber Luxus muss ich nicht haben. Für die Kinder, Luxus-Kindergarten, ja, schmiedeeiserne Fensterverriegelung und so, ja, Überwachungskameras und so, das muss ja alles gar nicht sein, ne? Oder Luxussessel, so, ja, wo der Herr Glöckle, ja, neidisch werden könnte oder so, das Spiegelkabinett oder, ja, vielleicht auch das Bernsteinzimmer in so einen Kindergarten reinbringen, ja, mein Gott, super! Scheiße. Was sollen wir denn damit? Ja, wisst ihr, was für mich das Wichtigste ist? Ja, ein Kind raus an der Luft. Ja, wenn schön Wetter ist. Ja, Bäume erkunden. Ja, Unkraut angucken. Vielleicht mal was, ja, im Dreck wühlen. Pflanzen einbuddeln und Samen sehen. Ja, ja, das ist für mich ein Kindergarten. Ja, diese Waldkindergärten, ne? Ja, also, Das finde ich zum Beispiel richtig gut. Ja. Aber doch nicht so ein Scheiß. Ja, ich hatte mal so einen Kindergarten gesehen. Boah, sag ich, wenn so ein Vorbeifahren, ne? Boah, ist das eine geile Villa, ne? Boah, Hammer! Ich sag, wer wohnt denn da? Kinder. Ich sag, wie Kinder? Ah, ich sag, der die Schokolade da, der die zweifarbige Schokolade erfunden hat. Der heißt ja Professor Doktor. Ne? Nee, Kindergarten ist das. Nein. Doch. Ich sag, nein. Doch. Ja, so ging das jetzt mit dem Auto hin und her. Ich sag, das ist jetzt nicht wahr. Fahr nochmal zurück, ich muss da nochmal gucken. Ich sag, boah, Hammer. Nee, was sollen denn Kinder mit so einem Luxus? Ich frag euch jetzt mal, ne? Was soll Kindergärten, wisst ihr, was für mich ein Kindergarten ist? Na, irgendwo im Wald,
ne, habe ich ja gerade erklärt, ein Bauwagen, wenn es mal regnet. Die müssen ja nicht im eisigen Winter oder im Wind oder Sturm oder zumindest auch nicht unbedingt jetzt, sag ich mal, im Wald, vielleicht aus Sicherheitsgründen so ein bisschen ab, ne? Weil es kann ja mal ein Sturm sein und dann fällt mir so ein Ast auf dem Dach oder so. Kinder passiert was, da muss um Gottes Willen das Dorf nicht. Ne? Aber das wäre doch ausreichend. Ja? Da wo die mit Dreck schmierigen Klamotten und dann in den Dreck, ich finde das klasse. Also fände ich klasse, ne? Ja, es gibt da so Hubschraubermütter, ja, die haben ja so 3-in-Schulen erfunden, ne? Die haben so, wie bei McDonald's, ja, dann fahren die da so rum. Ja, Kind sitzt dann daneben, ne? So, du musst jetzt hier aussteigen. Guck, die Lehrerin steht da schon am Pult. Ja, ne? Ja. Ja, du musst jetzt aussteigen. Deine Tasche hast du, dein Bütterchen hast du, dein Vitamin, also veganes Brot, ja. Dein Vitamindrink, deine Pillen hast du alle, ja. Also, dein Karottensticks und Gurkensticks, die kannst du auch. Ja, die sind biologisch, ja, das ist alles in Ordnung. Ja. Und so geht das dann da ab. Ne, Drive-In-Schule, ne? Da werden die Kinder ja bis in den Klassenraum reingefahren. Ja, ich meine, alles gut und schön. Das sind so die, wie man so schön sagt, so Hubschrauber mit. Die kreisen den ganzen Tag, so den ganzen Tag kreisen die da rum, ne? Ja, aber auch da wird schon drauf geachtet, ja. Ob die Kinder denn auch wirklich aus einem guten Haus stammen, ne? Ja. Toller Luxusauto, so SUVs, ne? Ja, also ich musste früher zur Schule laufen. Ja, und der etwas weiter weg war, ja, der musste gucken, ob vielleicht hat er so ein Fahrrad hatte. Ja, heute werden die Schulen ja überall abgerissen, ja, so alles total verringert und meine Schule wurde auch abgerissen, die war auch immer weg. Braucht ja keiner mehr, ne? So. Die war dann nicht mehr nötig. Also ab dafür. Nee, ich hatte Zwiebel rausgeholt, eine Zwiebel brauche ich gar nicht dafür. Ja, also, da musste das schnell alles abgebaut werden. Nee, um Gottes Willen. Schule, och, meine war ruckzuck weg. Ja, so, ich muss mal eben hier gucken, ob einer guckt. Ach, das kann ich mit dem Messer machen. Ja. Aber was willst du machen, ne? Ich schneide jetzt die Kartoffeln, die habe ich jetzt geschält. Die sind sauber, da brauche ich jetzt nicht unbedingt abwaschen. Ja, früher, ne, also Kindergärten, da waren wir froh, wenn da mal in dem diese Logisteine, ja, Namensveränderung, ja, ich mache ja keine Werbung, ne? Logisteine, ne? Oder Logi. Lego, ja, ihr wisst, was ich meine, ja. Wenn so ein Kind, ich war nie im Kindergarten, wisst ihr das eigentlich? Und aus mir ist ein richtiger propern Kerl geworden, ne? Guck mal, ne? So, boah, da ist doch alles dran, da steckt doch die Power drin. Jo. Ne, und ich war einmal, das Ding hieß Wall. Ja, ich glaube, das kann ich sagen, das Ding gibt es schon ewig nicht mehr. Also keine Werbung mehr. So, das Ding hieß Wall, war so ein Kaufhaus wie heute noch vereinzelt Wuffelwuff, ne? Gibt es ja auch noch, ne? Wuffelwuff. Und die so ähnlich, ne? So kann man dazu einstufen. Das gab's in Walsum, das gab's in Dinslaken und ja, sogar auf der Wallstraße, ne? Ja, und dann war das eben so. Die hatten so ein Kinderhort gehabt. Also das, was heute das Bällebad im IKEA, ne, drin ist, ne? Ja. Die kleine Susi möchte aus dem Bällebad geholt werden. Na, und ja, und ja, das war das Einzige, wo ich mal in so eine Kinderbehütungsstation war, ne? Aber am schönsten war ja immer, ja, das Schuhgeschäft hieß Oma Ecke.
Also ein Knick. Genau wie hier, ne? Ellen, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Das Schuhgeschäft. Und die hatten eine Rutsche. Die hatten so eine Holzrutsche von der oberen Etage runter in die untere, also Erzgeschoss, ne? Ach, war das immer schön. Ja, Mutter immer da die Nasen, langen Nasentiere, Schuhe. Ja, die hat sie ja selber hergestellt, ne? Also von den grauen Langnasentieren, ne? Ja, also da war sie über 30 Jahre, war sie da in dem, in der Fabrik beschäftigt. Ja, also war sie auch immer ganz stolz, fand ich auch, finde ich auch. Ne? Ist ja heute alles abgegeben worden im Ausland. Ja, wir dürfen aber trotzdem da subventionieren und so. Ja, dann soll sie den Quatsch auch gefälligst da im Ausland verkaufen. Ja, weil hier musste das, die Fabrik zugemacht werden. Meine Mutter war arbeitslos. Ja, ja, okay, die war ja schon kurz vor der Rente. Hat aber trotzdem noch Heimpflege gemacht. Geheimdienst oder wie sagt man, Heimpflege, ne? Ja, und hat sie trotzdem noch ein paar Jahre gemacht. Wurde auch gut und gerne angenommen, weil sie auch alles so getan hat, ne, für die alten Damen. Ja, sie hatte nur Damen, ja, ab und zu hatte sie mal einen Herrn gehabt, wegen Übergrifflichkeiten, ne? Da hatte sie so ein bisschen Angst gehabt. Ja, ne, also. Ja, aber ne, früher war das immer so ein bisschen anders, ne? Ja, meine Jugend, ja, ich sollte ja ein bisschen von meiner Jugend reden. Können wir ja machen, ne? Das können wir alles so zwischendurch und nebenbei so, ne? Und ja, wie gesagt, da war ich einmal in so einem Kinderhort. Ne? Das war so ein, ja, du hast da so vorm Schaufenster gesessen, ne? Da war so Bauklötze, ja, so irgendwas, ein bisschen von dem Logi-Würfel da, die bunten Dinger da, ne? Ja, und ja, so ein Bällebad gab's damals noch nicht, ne? Das waren die gerade noch so am Einrichten. Ja, beziehungsweise die Idee oder was, die kam ja irgendwann später mal, ne? Ja, und aber ich hab mich da nicht wohl gefühlt, so, ne? Also ich habe jetzt nicht die Mama rufen lassen. Mama! Du hast mich hier alleine gelassen. Nein, um Gottes Willen. Nee, so schlimm ist es mit mir nicht. Ich war ein geduldiges Kind. Ja, ich fand das mal ganz furchtbar. Ja, okay, die Person lebt nicht mehr und ich möchte ja auch nicht jetzt hinterher schimpfen und meckern. Ja, aber da waren wir bei C&A und ich bin immer so, Mutter war an dem Tisch, Wühltisch, ne? BHs und so gucken und Schlüppers und so, ne? Das hat mich jetzt als Junge so nicht so brennend interessiert, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann hatte sie dann jemanden getroffen, ja, ich glaube auch Arbeitskollegin von damals und so befreundet, Campingplatz auch so. Da hat die mich so fest am Handgelenk gepackt, die Frau, ne? Weil ich da so rumgelaufen bin, ne? Ich bin doch hier gar nicht auf die Füße getreten oder so, ne? Ich bin ja auch nicht weggelaufen, ich bin ja nur um den Tisch immer so rum, ne? Mich selbst beschäftigt halt, ne? Ja. Und da hat die mich so fest, da habe ich heute noch ein Trauma von. Ja, wenn man mich so umschließt, umklammert, ne? Da kriege ich komische Gefühle. Ja, nicht solche Gefühle. Nein, aber weißt du so, das ist für mich heute noch, das triggert mich, heißt das, glaube ich, heute. Ich glaube, das sagt man heute, ne? Triggert mich, ne? Ja, und das brauche ich nicht mehr. Also, da habe ich echt ein Problem heute immer noch, ne? Ja. So. Tiger, ich glaube, du kriegst gleich hier was Schönes. Schön Stück. Ich muss das jetzt hier abmachen. Ich habe hier so ein schönes Stück fetten Fett. Fettes Fett. Hier, guck. Ja, da ist so Schwarte. Das habe ich ja weggelegt. Extra für die Suppe, ne? Damit ich die Suppe machen kann. Guck mal hier. Direkt auf den Fuß gefallen. Zack. Fliegt dahin. Ja, da. Geh mal da. Geh. Oh, tschu. Jetzt rennt er dann vorbei. Komm mal hier, aber das ist warm, ne?
Muss ein bisschen warten, ein bisschen pusten, langsam musst du das warten, bis das abgekühlt ist. Ja, also, nee, und das, da habe ich immer noch so eine Erinnerung. Ne? Ja, aber auch so, auch andere schöne Sachen. Ja, meine Mutter hat ja auch, wo ich kleiner war, hat sie dann immer so Heimarbeit gemacht. Dann hat sie von der Fabrik eine Nähmaschine nach Hause bekommen, so eine richtig gute Leder, für richtig dickes Schuhleder. Ja, hatte sie so eine Nähmaschine nach Hause bekommen. Und da ist mir auch mal was passiert. Ja, was machst du so als Kind, ne? Ja, fängst du auch mal an zu nähen. Ja, habe ich angefangen. Ich kam aber besser mit der so eine Tritt, ja, Sing-Sang Nähmaschine, da kam ich besser mit klar. Oh, da habe ich drüber gelacht. Da habe ich Taschen gemacht, Brillenetuis und boah, so Topflappen habe ich da so aus mehreren Lagen, ja. Aber mit so einer Sing-Sang-Maschine, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, da kam ich besser mit klar. Nee, aber da habe ich dann einmal so eine, hatte Mutter da diese elektrische, große, schwere, boah, ganz große Maschine war das. Das war der Ferrari unter dem Nähmaschinens, ne? Ja, da hatte sie da, da habe ich gesagt, ach ja, Mutter macht Heier, gehst du mal hin. Da habe ich das Lämpchen an, bam, bam, so ein Lampenschirm da direkt drüber, so, ja, so verstellbar und ja, das brauchte ich ja nicht, das war ja schon genau richtig eingestellt. Ja, und was mache ich? Das ging auch durch Knochen. Da habe ich nämlich den kleinen Finger da unter das Schiffchen gehabt. Ich dachte, mach's doch mal. Und dann, und was habe ich gemacht? Ja, ne? Bei dem Dingens oder so, da hätte ich vielleicht sofort aufgehört mit der. Nein, aber da geht er so. Ja, und da habe ich so gemacht. Dreimal durchgenäht. Pjong, pjong, pjong. Ja, dreimal den Faden durch den Knochen, durch den Finger, durch den kleinen Teddy-Nagel. Jetzt bedauert mich doch mal, verdorri. Ich will jetzt ein O hören oder zumindest später irgendwann lesen. Ja, aber ja, das waren so meine Erinnerungen. Ne? So, ja, und dann habe ich mal, da war ich aber noch ein bisschen kleiner, ne? Hatte Mutter eine ganz tolle Schere hatte sie gehabt, ne? Ja, und ja, so richtig gut, ne? So muss ja auch Leder mitschneiden, ne? So die Kanten so schön, wenn der von dem Stanzen da so, hat immer so ein Keksform so für Weihnachten, so Drückeberger Gebäck, ne? So, und dann kam dann so eine Maschine mit so einem Hydraulikarm und dann, ja, das fand ich immer ganz ulkig, ja. So, da hat er den ganzen Tag, das war so eine ganz einfache, leichte Arbeit, ne, für den guten Mann. Ja, so, und da, auf jeden Fall braucht er seine Schere für, so. Ne, nicht ausschweifen, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich dann die Schere genommen, oh, da könnte ich hier schön mit was basteln und so, ne. Jo. Und dann habe ich das Stromkabel durchgebastelt. Putsch, dunkel. Da war dunkel an. Habe ich einfach dunkel angeschaltet. Ja, und da war aus, ne? Da saß ich da unter die Schere, ja, wenn das also, ja. Ihr wisst, was ich meine, wenn das jetzt das Scherending, also einsatz, da war da so ein richtig Loch reingefressen. Von dem Strompengen, ne? Ja. Aber eins, was ich gesagt hatte, da hat schön gekribbelt. Ja, hat auch schön gekribbelt. Ja, jetzt wisst ihr, woher ich die Meise hab, ne? Ja, irgendwo muss man die auch herhaben. Ich muss mal eben kurz noch mal rüber. Ich habe noch ein anderes Mikroskop für Phone angeschaltet, geladen, besser gesagt. Ja, ist voll. Dann kann ich dich dazu holen. Ich habe immer Angst. Quatsche und quassel, ja. Und dann ist das Ding in alle, ne? Weißt du, was ich meine? Es ist Batterie da drin alle. Ja, und dann stehe ich dann dazu sitzen. Ich muss das mal auch mal hier gucken. Ja, leuchtet doch, siehst du? Da leuchtet. Ja. Jetzt muss ich mal aufpassen. Ich klemme mir meinen Bart mit deiner Klammer ein. Lustige Sache. Ja, ist doch so. Ich schneide jetzt hier mal
Schon mal das Fleisch klein. Ja, ich habe jetzt schon mal hier, guck mal, sieht gut aus, ne? Schön, schön mager, ne? Kann Küken sich nicht beschweren, du. So. Ja, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Magen irgendwie. Ich hatte schon vorhin eine Magentablette genommen. Ja, und was los, Tiger? Hast du jetzt alles weggefuttert schon? Komm, wir gucken mal. Oh, zwei Stückchen hast du noch, zwei Fettstückchen hast du noch da. Ja, Wahnsinn. Ja, supi. Der Cody, ach, der Tiger. Das ist einer, der kann baggern. Ja, ich hätte mal eine Katze gehabt. Die hat nur warm gegessen. Ich musste alles warm machen. Ja, hatte ich auch so eine Suppe hier, so mit Möhren und mit, weiß ich nicht, und Kohlrabi und ja, was man da so alles so reintut, ne? Reintun tut. Ja. Und dann habe ich dann, ich sag, Mensch, die braune Brühe fehlt ja noch, ne? Gleich wieder in die Küche. Weißt du, was die gemacht hat? Da ist die mit dem Kopf in eine Suppe rein. Ja, fast reingesprungen, als wenn das Tier nie was gefuttert, zu futtern bekommen hätte, ne? Bald da reingejumpt in den Dingen, irgendwas ist. Ja, und hat sich die Kartoffeln, die heißen Kartoffeln aus der Suppe geholt. Ich sag, du armes Kätzchen, kriegst nix zu futtern. Hat mir auch leid, ne? Krieg ich auch nie was bei mir, nee. So, muss ich hier ein bisschen gucken. Ich habe jetzt hier so ein Ding, wie heißt das Ding? Sellerie. Sellerie-Ding habe ich jetzt hier. So. Ja, das stand jetzt so ein paar Tage rum. Ja, ganz wichtig ist, macht da nicht die Verpackung ab. Ne? Also hier, wenn ihr so ein Bastelset kauft, so ein Suppenbastelset, ne? Für Anfänger oder Fortgeschrittene. Ja, für Fortgeschrittene ist sogar manchmal ein Brühewürfel drin. Finde ich Knorke. Nein, auf jeden Fall macht da nie das Plastik außen ab. Ausnahmsweise da nicht. Sonst meckere ich ja immer. Macht das Plastik von den Pilzen ab. Ja, wenn die darin anfangen zu schwitzen, ja, und die werden vielleicht gammelig, dann entsteht ein. Also ist ein Moped. Ja, dann entsteht so ein anderer Pilz und der ist böse. Ja, der macht Champignons. Ja. So richtigen Fliegenpilzen mit dir, ne? Ja, bisschen was weiter aus der Jugend. Was habe ich denn noch? Da mit dem Leichenfund, das habe ich ja schon mal erzählt. Ich will jetzt nicht alles so wiederholen. Ich bin ja, also ich war ja noch bei den alten Leuten und habe Haarfarbe. So komme ich durcheinander, ne? Ja, auf jeden Fall, da war noch. Das hört sich an wie ein Hornissenschwarm, aber es ist ein Moped draußen. Ich höre da immer was. Ne? Ja, Männer, die, ja, Verlängerung, Mercedes gerne, so mit einem aufklappbaren Cabrioletzke, ne? Ja, und ja, furchtbare Menschen eigentlich auch. Kann ich nichts mit anfangen. Bin ich nicht so ein Typ. Ich habe zwar auch Goldketten, ach. Ketten, aber die sind nicht aus Gold. So sollte das formuliert werden. Ja, und ja, was will ich denn noch sagen? Habe ich da was zu sagen? Ja, klar. Und ja, diese Männer, ne? Ja, die finde ich furchtbar. Aber Frauen, ihr seid auch nicht besser, ja? Ihr seht da nämlich aus wie aus der Sendung UFO. Ja? Die hat nämlich auch immer so ein komisches, was war das? Lila, glaube ich. Lila Haare. Ja, wenn ich so die alten Damen sehe mit lila Haare. Ja, ich weiß nicht warum. Kann man graues Haar nicht mehr irgendwie renaturalisieren, also zurück in die alte Farbe zurückfärben oder geht das nicht? Ich weiß das nicht. Deswegen, ja, ich würde gerne hier meinen Bart färben. Ich habe das letzte Mal versucht. Auf einmal war da lila drin. Ich sage, ich bin doch keine alte Dame, die hat. Die Stirn nach unten gezogen hat hier, ne? Nee. Also, das muss ich nicht haben. So, jetzt schneide ich das Sellerie genauso kleine Würfel, wie ich jetzt die Kartoffeln auch geschnipselt habe. So, aber wie gesagt, Niki ist da. Ich habe einigermaßen ein bisschen bessere Laune.
Ja, mich macht das zu schaffen. Ja, ich bin dann immer sehr traurig. Aber ich bin ja ein richtiger Mann. Ich kann ja jetzt nicht anfangen zu weinen. Ja, vielleicht weine ich heimlich so auf der Toilette. Aber da gibt's ja genug Klopapier, ne? Da kann man, ja? Ja, das macht mich traurig. Das macht mich wirklich traurig. Weil irgendwo, sag immer, das ist ein Drecksack. Ja, dem gehört ein paar Mal hinter den Ohren. Aber man hat ihn trotzdem lieb. Ja, jetzt kommt er aus dem Krankenhaus. Die konnte mit ihm nichts mehr anfangen. Ja, so nach dem Motto, jo, mach du mal, ne? Ja, nee, wir haben einiges gefunden. Ja, und jetzt läuft er so schräg und wenn er die Treppe hochgeht, also ich hab da Angst. Ich sag, Mensch, halt dich am Handlauf fest, ne? Ich kann das nicht leiden, wenn einer so, oder Licky so ab und zu mit heruntergelassener Hose, ne, da unten sprinten. Ich sag, bist du des Wahnsinns? Ja, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Ja, heruntergelassene Hose, aber erkläre ich das jetzt. Ja, ne, so irgendwie, ne, das kann man gar nicht erklären. Das kann man nicht erklären. Ne, auf jeden Fall, ja, wenn die Hose halt nicht so ganz so oben, ja, in der Hüfte, da wo sie sein sollte, der Gürtel, ne, sondern ein bisschen so, ne, obwohl das ist ja, ne, das ist ja ein böses Zeichen, ne? Ja, diese Jungs, wenn man denen erklärt, ja, was das zu bedeuten hat, ne, dann lassen die das schnell wieder bleiben. Ne? Ja, ich habe ja mal gesehen, wo die Hose so, ja, da wo man die Unterhose so sehen kann und oh, Calvin Klitzklein, ja, kann man da lesen auf dem Etikett und so, ne, welche Größe hast du? Ach, du bist ja ein halbes Würstchen, du hast ja gerade mal X. X, S, ja, so und, ne, ja, das ist ein Zeichen, ne, also im Knast heißt das, darf man nicht sagen, wir sind ja, ich weiß ja nicht, wie viele Kinder dazu gucken hier, ne, also das ist jetzt kein Kinderfilm hier, ja, also mit die heruntergelassene Hose, ja, das ist ein, im Knast ist das so ein geheimes Zeichen, ne. Ne, das konnte ich auch noch nie leiden, auch jetzt, so bei mir jetzt nicht, ne, wenn ich jetzt, sag ich mal, ja, ein bisschen schlampig bin, ne, ja, auch wenn die Hose so rutscht, dass der Gummi vielleicht nicht mehr das Beste ist, das Buntgummi, ne, ja, und dann rutscht die Hose, boah, ich geh, das nervt, ne? Ja, oder so Maurer, ne, sagt man ja auch Maurer-Dekolleté, ne, wenn hinten bei der Arsch, die Ritze, habe ich mal bei Mädchen gesehen. Die saß an der Theke, ne, so, ja, so total fertig mit der Welt. Ich weiß nicht, ob das Drogen, Alkohol oder einfach nur Müdigkeit war. Ja, da saß die da so an der Theke. Und also so einen ganz, ganz feinen Schlüpper hat sie angehabt. Also der hätte ich als Mutter, für mich auch als Vater ist mir dann auch ein bisschen lieber, als Vater gesagt, du, Kind, du holst dir eine Erkältung. Ja, dabei, das war so, ja, hab ich mal hier, womit ich hier die Paprika, ja, so, ne, so ein Bindfaden hatte sie da, ja, so irgendwie. Und da war so ein kleines, ja, hier so ein Stoff, so, ne, so ein kleines Dreieck hinten. Und da war eine Rose drauf, ne, aber so irgendwie ging es da so runter und rechts und links, also da war ein bisschen mehr Meter, ja, oder das hat sich vielleicht mit den Jahren so gedehnt, ja, aber Hammer, Leute, so was Sexiges, ne, nur nicht für mich, also ich habe gesagt, nicht jetzt, oh, erotisch, oh, boah, geil, nein, so, oh, ja, wer hat dich denn freigelassen, weißt du, so, ah, wie kann man, ja, wie kann, nee, also hätte ich so eine Partnerinnen, ja, Genderscheiß, ne, kriegst du wieder einen von mir, ne, ja, dann hätte ich gesagt, weißt du was, lern dich erstmal anziehen und dann können wir rausgehen in eine Pizza, ne, also, da saß die da so an der Theke. Ich sag, du lieber Himmel. Ne, also,
Nee, das kann ich nicht ab, sowas. Nee, bei mir muss das alles sitzen. Ja, sogar, wenn ich auf eine Party war und ich habe Krawatte angehabt, dann war ich immer hinter am Tötti, am Klöchen. Ja, und dann habe ich immer geguckt, ob die Krawatte auch gerade sitzt. Nachts um 3 Uhr sogar noch. Total besoffen, Strulle, Hacke, ne? Ja, aber ja, ich war früher sehr eitel, ne? Oh, ich war eitel. Ja, ich weiß gar nicht, wo das herkam, ne? Bei uns sind zwar alle so normal. So Normalbürger sind wir, ne? So, ich mache jetzt hier noch mal nebenbei noch die Karotte, ne? Karotte kommt da auch rein. So, aber wo ich diese Eitelkeit her habe, das kann ich so gar nicht, jetzt möchte ich jetzt gar nicht beantworten dürfen können. Ja, also, puh. Ja, aber da erlebst du manchmal Sachen, ne? Da gehst du in eine Kneipe und denkst an nichts Böses. Ja, ich vermisse ja so ein bisschen die Biergärten hier, ne? Wenn ich jetzt, ach, ja, hier war ein Biergarten, aber der Inhaber, der hat den größten Fehler gemacht seines Lebens. Er hat mit angefangen, Drogen zu verticken da drin. Und danach war wieder Schluss, war das Ding wieder geschlossen. Ich hätte, da gab es gutes Essen. Ja, also, da war ich begeistert, ne? So ein Rinderbraten hatte ich ja mal gegessen mit Sahnesoße, ne? Das liebe ich ja. Ja. Jetzt nicht auf polnische oder tschechische Art, ne? Aber so anders, ne? So, oh, und, oh, Leute, ne? Lecker, ne? Ja, und was macht er? Der dumme Jan, ja, fängt mit Drogen an. Ja, ich sage, von Drogen halte ich nichts, ne? Nee, ich bin da kein Fan von, war ich noch nie, Gott sei Dank. Ja, und nee, das brauche ich auch nicht. Jetzt habe ich mal richtig für den Schweinkram hier. Ich könnte auch hier den hier nehmen. Wo ist er denn? Jetzt ist er da so hinter. Ah, Leute. Ich habe ja hier so einen Zickzack. Ne, guck mal. Könnt ihr das sehen? Kann man das gut erkennen? Ja, das ist so ein Knick, Knick, Knick. Da kannst du schön, wenn du so diese geriffelten Pommes haben willst, ne? Kartoffeln nehmen. Und? Ja, das ist nicht mal partout, ne? Das ist jetzt hier keine Kochsendung. Das ist Comedy. Ja? Ich erzähle so Schwank aus der Jugend und was ich so alles erlebt habe. Ne? Und ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren euch so mal so schreiben, was ihr so erlebt habt. Ja? Würde mich auch freuen. Ja, Kommentare sind ja dafür da, dass man sich damit unterhalten kann auch, ne? Immer schön aufpassen. Finger weg, wenn man. Ja, guck mal, das sieht doch. Warte mal, ich mache mal eine extra schöne. Guck mal, das sieht doch gut aus, ne? Guck mal, so riffelig. Da kann man auch schöne Pommes draus machen. Ja. Klar, wenn ich jetzt ein edles Spezialrestaurant hier hätte, dann würde ich sagen, weißt du was? Die Anfang und Ende, guck mal, ich habe ja jetzt hier, ja, da ist jetzt, die Seite ist glatt und die Seite ist riffelig, ne? Die Seite ist glatt und die ist riffelig. Ja, dann würde ich sagen, das müssen wir mal entsorgen, ne, Lehrling. Ne, also, dass man das von allen Seiten so wirkt, kann man auch machen. Ja, aber wer braucht das? Ach ja, so, jetzt habe ich hier noch Porree oder was das darstellen soll. Ja, also Hanf ist es nicht. Nee, ist Porree. Das lasse ich aber jetzt hier auf dem Brett liegen.
das ist Rest. Hier ist noch so ein Stück davon. Ja, aber da kriegst du, guck mal. Ja, das ist da eigentlich fast das hier, das obere Teil, weil ich wieder wegwerfe. Ne? Da hast du hier so ein Stück, weil ich brauche. Ne? Und wenn ich jetzt hingehe, noch das Ding ausziehen, nackig machen, ne? Ja, dann ist schon wieder Feierabend. Schluss mit lustig. Da ist ja gar nichts mehr da. Aber ich muss ehrlich sagen, das sieht aus, als wenn das aus dem Treibhaus kommt. Das ist ja sauber wie sonst was. Nichts. Total sauber. Schön. Also das liebe ich. Na, ach komm, das habe ich jetzt. Das habe ich jetzt doch reingeschmeißen. Man sollte nicht quatschen, ne, während der Arbeitszeit. Und was ist das hier? Oh, Kuckuck, Kaiju. Na, das ist Setapilie. Ach nee, brauche ich ja gar nicht den Namen verändern. Ist ja kein Markennamen. Petersilie ist das. Und das nehme ich mir jetzt auch so. Zack. Schade, ich sag mal, schade, dass man keine Dinger hat. Ne? Wie heißen die? Hühner und Häschen und Hasen und Kanickels. Ja, oh, da ärgere ich mich doch immer. Ja, ich hätte gerne ein paar Häschen. Ja. Ja, okay, nicht unbedingt, jetzt weil ich Katzen habe, ne? Aber wenn ihr so ein eigenes, wenn ich so ein Bauernhaus hätte, ne, könnt ihr ja mal gucken, ob da irgendwo ein Bauernhaus bei euch ja irgendwo freistehen habt. Ja. Am besten dann zur Miete oder so. Oder Erbpacht oder so. Wenn der Altbauer dann, glaube ich, noch da ist, gibt es ja auch. Ja, viele Bauern sind alleine, die haben keine Kinder und keine Partner mehr oder so. Ja, und dann, Petersilie, riecht lecker. Und die sind dann einsam und alleine. Ja, und dann wollen die aber in gute Hände wissen. Kann ich gut verstehen. Also da hätte ich auch, wenn ich jetzt, sag ich mal, wenn das jetzt mein Haus wäre und ich hätte jetzt keinen Lebensabschnittsgefährten, ja, dann wüsste ich auch nicht, ne? Was machst du jetzt damit, ne? Ja, eine Kirche, gehe ich nicht. Habe ich so nichts mit am Hut. Zumindest nicht so intensiv oder gar nicht. Ja. Aber so, was machst du dann, ne? Ein Tierheim vielleicht, aber doch nicht mit ein Haus, ne? Man müsste erstmal ummünzen in Kohle. Da müssen wir erstmal ummünzen in Kohle. So, das kann ich jetzt, ist das schon wieder was zum Spülen. So habe ich das erstmal so. Ach ja, Leute. So, was wollte ich machen? Ich wollte ja Pilze. Ich habe auch eigene. Warte mal, wo habe ich die denn gelassen? Da habe ich euch, Jungs. Meine Pilze. Ich bin gleich wieder bei euch. So, das sind jetzt zum Beispiel meine Eigenkreation, selbstgesammelte Pilze. Ich glaube, die werde ich aber auch ein bisschen nehmen, weil ich brauche den Geschmack davon. Ja, und der Geschmack, der kommt nicht, wenn ich da jetzt keine Pilze reinmache, oder? Ja, oder weil die Pilze sind nicht so intensiv. Ach, wenn du mal hier dran riechen würdest, oh, das riecht nach Pilze. So, ich tue die jetzt nicht großartig klein schneiden. So, ich habe jetzt nur ein bisschen davon. Dann nehme ich mir eine Schere, die nicht da ist. Wo ist denn die Schere schon wieder? Hallo, erst mal. Dann muss ich jetzt doch hier so ein Messer nehmen. Schneide ich mir so ein bisschen hier ein und greift mir hier so ein bisschen von diesem Pilzköster raus. So. Ich kann jetzt auch wieder hier oben rein. Da muss ich das demnächst mal alle machen. Weil das jetzt die Packung auf ist. So. Ja, ich habe jetzt halt erstmal in so eine Tasse gemacht. Ne? Hier ist so eine Tasse, ist das? Blech. Das ist eine richtig Blechtasse. Ja, wie im Knast. Und jetzt schneide ich da so kleinere Stücke raus, wo Küken sich das aber auch noch mal selber raussuchen kann, ja, weil wie gesagt, Küken ist nicht so für Pilze, aber die Stücke sind jetzt so groß oder immer so klein, ja, so die Stücke Größe so, ne, hier, ja,
Und das muss ich jetzt erstmal wässern. Das wird jetzt gewässert, ausgefiltert, also nicht ausgefiltert, also durch ein Sieb, ne? Ausgewaschen, besser gesagt. Und dann kommt das dann mit da rein. Ich mache aber auch jetzt schon mal hier den Kochbord an, weil die Kartoffeln, die müssen ja auch weich und matschig kochen, ne? Weil ich möchte so ein bisschen, ja, so ein bisschen Creme da draus, also so eine Kartoffelcremesuppe machen. So. So, und das lasse ich jetzt hier einfach hier am Beckenrand stehen. Ja, nein. Alles gut. Und da kann halt erstmal so in Ruhe aufweichen. Dann wird das auch ein bisschen größer, ne? So wie Nudeln. Ja? Dann tust du so eine Handvoll rein und hast 25 Hände, ne? 25 Hände Nudeln hast du dann. Jetzt habe ich hier noch eine Karotte über. Ich brauche nie so viel Karotten, ne? Ja, ich hab ja durch einen guten Rat, ja, weiß einen guten Rat, also ich kenne das, ne? Aber weißt du, ich kaufe das gerne auch mal frisch. Ja, und dann habe ich dann eben jetzt mal durch den Rat oder den Hinweis, kannst ja alles einzeln kaufen, kiloweise Möhren, Sellerie, Porree und so weiter und Petersilie, ne? Ja, habe ich natürlich gemacht, ne? Kurz mal überwallen, ja, also ein paar Minuten nur kochen und dann kannst du es gut einfrieren, musst aber ganz gut abtropfen lassen, weil sonst hast du so einen Block da in so einem Beutel oder so. Ja, hatte ich auch. Habe ich weiß gar nicht warum, das hat, oder vielleicht weil es noch zu feucht, zu warm war, aber zu feucht eigentlich so nicht. Ja, ne, und dann muss ich das halt mit einem Messer so ein bisschen traktieren, dass so ein Stück Möhren, gewürfelte Möhren dann da abfällt, ne? Ja. So ist es hier. Oder, was sagt ihr dazu? Ja, so ist das Leben. Ja, aber so war das bei mir, bei uns früher, ne? Ja, so Geschichten von damals, ja, Jugendzeit. Ja, aber da haben wir so Rabauken alles so angestellt, ne? Ja. Ja, ich habe auch mal, ja, das muss ich mal so zugeben, ich meine, nach was weiß ich, boah, wie alt war ich da? 8. Ja, aber ich meine, so, nach so vielen Jahren muss ich das mal vielleicht zugeben, ich habe auch mal einen Einbruch begangen. Ja, Mutter war arbeiten, bis spätabend, also bis 20 Uhr ungefähr, da war sie so mit einem Straßenbahn, war sie dort 20 Minuten später, also fast 8:30 war sie dann zu Hause. Und jetzt habe ich meinen Schlüssel drin liegen lassen. Ja, und ich hatte einen Durst gehabt. Keiner der Freunde war da, ne, wo man mal, ich sterbe, ich habe Durst, ja, mal vielleicht mal ein Glas Wasser hätte kriegen können oder so, ne. Ja, und dann bin ich an so einem Kellerfenster vorbei. Da brannte Licht, ach, gehst du mal da gucken. Und da sehe ich so Eingemachtes. Birnen, Kirschen, Stachelbeeren und mit Saft. Und auf den Saft, da war ich heiß drauf. Ne? Da habe ich ja, kleine Löcher in dem Gitter, ne? Nehme ich mit so einem Stöckchen da rein und habe den Hebel so nach oben gedrückt. Ja? Und ups, da war das Fenster offen und ich konnte mir, hab mir so ein Glas Sauerkirschen habe ich mir Fenster wieder rangemacht, das muss ja kein anderer merken. Fenster wieder rangemacht, ja, und dann habe ich mir da ein Glas Kirschsaft, also bitte, da waren Sauerkirschen mit drin, ne? Da waren, die waren sogar entkernt, also hat auch Spaß gemacht, die Kirschen hinterher zu futtern, aber ich hatte was zu trinken gehabt. Ich sage, kein Mensch war da, ja, ich konnte nirgendwo anschellen, ja, beziehungsweise ich habe angeschellt, aber hat keiner aufgemacht. Na? Tja, dann stehst du da zu sitzen. Du. Ja, und dann habe ich halt, wie gesagt, einen kleinen Einbruch gemacht. Ja, aber das war mehr so ein Notdienst, ne? So ein Notdienst erfüllen oder wie sagt man dazu, ne? Ja, ich mache da mal eben noch ein bisschen frischen Pfeffer dran. Gehört auch dazu. Bisschen Pfefferchen.
So, das reicht schon. Hauptsache das Aroma von Pfeffer ist da. Bringe ich mal eben wieder weg. Oh, Leutchen. So, ich habe jetzt hier noch Mettenden. Soll ich da Mettenden reinmachen? Hm? Ja, ne? Komm. Ja, dann hat auch ein bisschen Rauchgeschmack, ne? Aber ich schneide die klein. Ja, ich mache die besser klein. Ja, die sind viel zu hart. Mein Gott, sind die hart. Auch gleich da rein. Hm? Die Enden, ne? Popo von Wurst. Hm. Die schmecken so irgendwie gar nicht nach Mettwürstchen. Ist nicht das Richtige. So nach dem Motto, der Hunger treibt's ein. Ach, da war noch ein Stück Fleisch drin. Mit Schwarte. Ich habe mir zwei Stücke Fleisch da reingemacht. Ja, das ist jetzt hier nur ein kleines Stück. Schreit aber. Ach. Ich wollte schon sagen, schreit aber dabei, so was wie so. So eine nächtliche Vögelei. Na, vielleicht ist aber auch schon gut. So, das können die Kätzchen wieder haben. Mit. Da sind immer noch ein Stück drin, siehst du. So, die Pilze können auch wieder da so rein. Einmal die Finger abtrocknen. Ach ja, Leute. Ja, Jugendzeit war doch die schönste Zeit, oder? Ja, also. Ja, mein ersten Apfelkorn, ja. Den habe ich jetzt nicht mit 7 oder 8 wie heutzutage. Den habe ich, da war ich 18 Jahre. 18 Jahre alt. Habe ich den ersten Schnaps getrunken, den ersten Apfelkorn. Ja, selbst bei Schnapspralinen, da bin ich rennen gegangen. Ich konnte keine Schnapspralinen. Oh, bah, pfui. Ja, Schokolade und dann innen drin so was Scharfes da, ne? Oh, ne. Heute ja. So Likör, Kirschenpralinen da, ja. Also die sind was anderes, ne? Die sind schmeckrig. Ja, aber damals, deswegen hatte ich auch nie Drogen. Nie Drogenprobleme, Gott sei Dank. Ja. Ah, nee, ich habe zweimal geklaut. Das eine war so ein Einbruch, so ein Notdiensteinbruch, ne? Und das andere, das war, habe ich meine Zuckerrübe geklaut. So ein Kapenzmann. Boah, hat das Spaß gemacht. Die war lecker. Ich sage, ich finde heute nirgendwo. Keine Ahnung, wo ich mal an so ein Ding drankomme. Ja, so ein bisschen, wie sagt man, Revue passieren lassen oder triggern, ne? Ja, an den geilen Geschmack. Ja, schön süß und saftig und, ah, das war so richtig, also,
Ja, Zuckerrüben, ich weiß nicht, wo ich die mal kaufen kann. Aber im Markt gibt es sowas nicht. Ja, Steckrüben, ja, die größte. Aber die schmecken ja nicht so süß, ne? Aber Zuckerrüben, da hat Spaß gemacht, ne? Haben wir noch ein kleines Messerchen geklaut. Früher hatte der Lederhose, ne? Der hatte kurze Lederhose. Ja, da war an der Seite so eine kleine Tasche. Wisst ihr das? Na, okay, nicht alle. Thorsten weiß das mit Sicherheit. Ja, Thorsten, du hast auch bestimmt so ein Messertäschchen gehabt, ne? Da war so ein kleines Klappmesserchen. Die gab es sogar mal eine Zeit lang im Kaugummiautomat, in die Kugeln, in die Eier da, ne? Also, und da habe ich da so ein kleines Messerchen drin gehabt. Ja, das hat natürlich nicht lang gehalten. Das, aber ich habe ja schon ein besseres gekriegt, ne? Habe ich mal von Vater oder sowas, glaube ich, geschenkt gekriegt. Das war schon was größer. Und damit habe ich dann so die Schalen ab, ne? Ja, und dann so Stücke rausgeschnitten. Ah, war das lecker. Oh, Leute, das geht mir heute noch, ne? Heute noch durch den Kopf. Aber ich kann mir ja noch nicht mal mehr vorstellen, wie das geschmeckt hat. Was da so für ein Beigeschmack ist, ne? Ein Radieschen, weißt du? Ja, schmeckt nach Radieschen und ein bisschen schärfer, ne? Ja, also, aber da weiß ich nicht. Ja, Radieschen kriegst ja alle Nasen an, ne? Kriegst du im Salat, das kriegst du so bündelweise oder schon klein geschnibbelt, ne? Alles heute möglich. So, das kocht jetzt hier ordentlich. So soll es sein, Herr Doktor. So, jetzt gehe ich wieder nach Pilze. Ich gehe in eine Pilze. Hier habe ich einen Siebken. Du bist zu klein. Warum habe ich das eigentlich immer so hintereinander hängen? Ciao. Ciao. Durch, schöner. So, Siebchen auf die Tasse. Und dann ordentlich schütteln. Ich mache das Sieb einfach so auf die Tasse drauf. So, ne? Ich kann es auch da reinplumpsen lassen, der Rest fällt daneben. Aber so, guck mal, ist das nicht. Boah, das riecht gut. So, festhalten. Und dann schütteln. So, nochmal. Nochmal. Das sagen die Kinder immer vor Achterbahn. Ja, da muss gut geschüttelt werden. Warum? Da kann ja auch mal ein bisschen Grünzeug drin sein, ne? Also Tannennadel oder so, ne? Die sind ja aus dem Wald. Jetzt die Shiitake, jetzt die asiatischen nicht, ne? Also das ist ja mehr so ein Treibhausgewächs, ne? So, ausdrücken. Nochmal auswaschen. Ja, weil ich muss ja immer mehrmals auswaschen, weil Pilze färben auch, ne? Also zumindest die getrockneten Pilze, Champignons eigentlich so gar nicht oder wenig, aber so Waldpilze, so wilde Waldpilze, ne? Die färben schon, ne? Und dann hast du so eine braune Brühe, fast wie eine Tasse schwarzen Tee so, ne? Oder mehr, oder schon bald Kaffee sogar, ja? Und das will ich nicht. Ich will die Suppe ja schön hell haben, ne? So. Das tue ich hier einfach mit hier rein. So, wisst ihr? Können die Pilze jetzt auch mal noch gut Geschmack abgeben. Ja, damit das. Es soll ja ein bisschen Pilzgeschmack drin sein. Es soll eine Kartoffelsuppe sein, aber mit schön getrockneten Pilzen. Ja, ihr könnt auch im Reformhaus, wie heißt das? Ja, im Kaufhaus gehen. Ja, und da könnt ihr ja auch. Da hat mein Name. Ja, da könnt ihr ja auch getrocknete Pilze kaufen. Steinpilze eignen sich wunderbar dafür. Aber wie gesagt, gut auswaschen, mehrmals durchspülen, ja, von wegen Tannennadeln oder so. Dann sind die auch weg. Ein bisschen einmal durchgucken, ja, dass da nicht unbedingt Tannennadeln mit drin sind.
Ich mache die Pilze ja sowieso von vornherein immer gut sauber. Ich schneide die auch selber, ne? Und dann ist das wieder in Ordnung. So, Leute, und wisst ihr was jetzt? Ich mache jetzt eine kleine Pause. Stehe die ganze Zeit jetzt so mit krummem Rücken hier, ne? Da, wenn ich mal kleiner werde, dann stehe ich mal krummer, ne? Ihr wisst ja Bescheid, ne? Wenn ich dann ganz verschwunden bin, dann bin ich entweder im Keller oder im Schuppen. Oder ich liege mit Rückenschmerzen auf dem Boden. Zerschmettert. So, bis gleich. So, mal ein bisschen eben was spülen. Ist auch nötig. Sein, ne, zwischendurch. Ich habe auch schon als Kind gerne gekocht, ja, gespült, ja, auch, habe ich auch schon gemacht, ne. Meine Eltern waren beide berufstätig, ja, und da zählte ich schon mit 8, 9, ja, vielleicht auch, ja, klar, man hat sich natürlich immer verbessert, ne. Mit 10 Jahren habe ich ja schon richtig gut gekocht, ne? Da habe ich schon so Nudeln, Gulasch, das habe ich schon alles drauf gehabt, ne? Also das war gar kein Thema. Ich habe auch Suppen gekocht und das Schöne war, die haben immer geschmeckt, ne? Ja, aber wenn ich zum Beispiel so diese ja, Couch-Potatoes so sehe, ne? Ja, wie abartig die da so abhängen, ne, und sagen, oh, ich kann nicht kochen, da bin ich zu doof zu, weißt du, sonst darfst du nie doof zu dem sein, ne, das Wort doof, ne, aber da sagt er selber von sich, derjenige welche, ne, ich bin doch zum Kochen zu doof, ja, weißt du, da sind sie nicht zu feige, das auch noch zu sagen, Bande. Ich war nie zu doof, wenn ich als 8-Jähriger, ja, schon Torten gemacht habe. Ne? Ich muss mal gucken. Irgendwo am Dachboden habe ich alte Fotoalben. Da muss ich mal gucken, ob ich da noch mal was zu finde. Da habe ich, ich habe damals schon, ja, die Mutter sagt dann auf einmal, ne, willst du nicht eine Zeitung abonnieren? Ich sag, wie kommst du denn da drauf? Hast du viel Geld? Und da habe ich mir Kochen und Genießen. Kochen und Genießen, ist das Blatt. Und das kam einmal im Monat, glaube ich. Damals zumindest. Und ja, das habe ich mir dann ausgesucht. Und da habe ich mir auch Sachen rausgekocht. Ne? Damals zumindest. Heute habe ich zwar auch meine Bücher und Zeitschriften noch so, die ich ab und zu mal haben möchte. Aber ich koche die Rezepte da nicht so unbedingt gerne raus, ne? Also, das brauche ich nicht. Ich gucke mir das an und ich gucke mal, was da reinkommt. So, aber wie viel Gramm das sind, ne? Das brauche ich nicht. Da brauche ich nichts zu wissen. Wenn da steht Erdbeeren und Quark und dies und jenes, dann weiß ich ja schon, was ich damit machen muss. Wisst ihr, wie ich damals, kennst du diesen Krokant oder diese Schokostreusel, ne? Wenn man so außenrum und oben drauf auf der Torte macht. Wie ich den gemacht habe, wie ich den dran gemacht habe, von wegen mit einem Messer oder dran geklatscht, ja, der Konditor hat natürlich eine ganz andere Menge, ja, die er verarbeiten muss. Der geht natürlich hin und klatscht so eine Seite dran und wenn da mal eine Stelle nichts dran gekommen ist, ja, Pech halt, ne? Pech für den Kunden, da hat dann halt nicht so eine schöne Torte. Ja, aber ich habe
die Böden, also wenn er im Wiener Boden war mit diesen drei Etagen. Und dann kommt auch noch die Creme dazwischen, immer schön ordentlich dick Creme dran gemacht, Marmelade oder auch mal hier Nutelli, ja, so ein Schokoladen-Nuss-Pli-Zeug da. Und das habe ich immer dann da zwischen gemacht. Und dann bin ich hingegangen, habe ich den noch nicht oben dekoriert. Garniert, Entschuldigung, Niki wieder, ne, der meckert dann. Habe ich dann die Torte genommen, Hand runter, Hand oben, hochkant hingeschoben, aber vor bin ich hingegangen, habe ich auf der Arbeitsfläche so einen Streifen von dem Streuselzeug da drauf gemacht, ne? Dann habe ich das wie so ein Wagenrad einfach nur so drüber hergerollt. Ja, so dicht aneinander, schön, da ist nichts runtergefallen. Und dann habe ich das wieder schön auf die Platte und dann habe ich erst oben, ja, Sahnehäubchen und so gemacht, schön aus. Garniert. Entschuldigung, garniert. Ja. So, die Kaffeekanne kann ich auch mal spülen. Ja, das habe ich da. Ich habe damals schon, konnte ich schon Rezepte nachkochen hier von dem Max Inzinger aus der Drehscheibe. Kann man ja noch nach googeln, ne? Ja, Max Inzinger, das war aber gut. Also den fand ich klasse. Das war schon so einer der ersten TV-Köche. Also die ich jetzt so erlebt habe. Ich weiß nicht, da gab es vorher schon welche. Aber wir holen ja immer alles aus Amerika. Ne? Da fingen die an, ne? Die in Amerika, die TV-Köche, die fingen da an. Ja, mit Steak und Hamburger. Ja, wie macht man einen Hamburger? Wie macht man einen Steak? Ganz wichtig für den Amerikaner. Hotdogs. Wie bereitet man einen Hotdog richtig zu? Wie macht man Hotdogs? Ja. So, kann es schön ausspülen. Sollen wir morgen mal wieder einen Bohnenkaffee machen. Ach, ich wollte euch ja auch zeigen, wie man das mit dem Teesamovar macht, ne? Habe ich euch auch mal versprochen. Muss ich mal gucken. So, jetzt muss ich mal hier schauen erst. Silbernes Tütchen, ja. Noch eine offene dann. Nee, was bist du? Nee, du bist was anderes. Keine Ahnung, was da drin ist. Schreibt das da nicht drauf. Ja, kennt ihr das auch? Ja, kann man einfrieren. Name draufschreiben, was ich da eingefroren habe. Und dann taust es auf. Mal gucken, was das gibt, was ich da eingefroren habe. Ja, da war halt einfach nur Kohlrabi-Gemüse oder was. Ne? So, siehst du? Ich habe jetzt hier so ein. Das ist jetzt nicht so die Kartoffelsuppe, die ich eigentlich haben wollte. Ja, weil die durchsichtig ist. Siehst du das? Ja, die Kartoffeln, das sind jetzt keine weichkochenden gewesen. Das sind festkochende. Und die machen das einfach nicht. So, dann gehe ich jetzt hin, habe ich immer so ein bisschen Kartoffelpü. Und schüttel jetzt einfach ein bisschen Kartoffelpü da rein. So, und was passiert? Alles schön sämig, cremig, da siehst du das. Muss jetzt noch ein bisschen aufgehen. Einmal eine Runde abschmecken. Oh ja, lecker. Kann noch ein bisschen mehr. So, das reicht. Mache ein bisschen Salz dran. So, noch ein bisschen, weil ich mache da gleich noch einen Brühewürfel.
Zack, drin. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. So, jetzt sieht es richtig gut aus. Bis der Brühewürfel sich auch aufgelöst hat. Ah, jetzt ist er gut. Ah, nam nam. Nom 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 nom. So, meine Karotte testen, ob das weich ist. Zack, beiseite legen. Und dann mal testen, ne? Ja, kann er ein bisschen. Kann noch ein bisschen. Noch mal eine probieren. Einen ganz leichten Biss. Das wäre jetzt eigentlich schon gut, ne? Na, also das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr irgendwie für irgendwas ruhig ein Hilfsmittel holt. Ja, nicht so ein Hilfsmittel. Mann! Ich meine jetzt so ein anderes Hilfsmittel, ne? So ein Püree, meinte ich. So. Schmeckt schon. Ich mach da nochmal Brühewürfel dran. Jetzt kann ich ja auch einen hier nehmen mit Fleischextrakt. Ich habe hier noch welche mit Fleischextrakt. Ja, ich habe ja extra nur mit Gemüse geholt, ne, Gemüsewürfel. Und jetzt kann ich ja wieder auf die Fleischextrakt, Fleisch zugreifen. Ja, das war schon eine Herausforderung für uns, ne? Aber wir sind hinterher aggressiv geworden, weil vegetarisch, also das ist auch sogar, ach, was ist denn jetzt hier? Hallo. Ja, ich krieg das Glas hier nicht jetzt, ne? Ich krieg das Glas nicht zu. Ja, wenn dir Fleisch fehlt, ganz ehrlich, und du machst das plötzlich, dann kann das, du bist euphorisch, aber keiner weiß, in welche Richtung euphorisch, ne? Oh, ich gehe jetzt besonders gerne arbeiten oder so, oder ich mache jetzt besonders gern dies und das, oder ja, mehr im Bett oder sowas, ne? Also schlafen, ne? Nee. Irgendwas, irgendwie euphorisch bist du, ne? Ja. Also, das muss aber nicht normal sein, ne? Also, da haben wir uns jetzt ziemlich klar, haben wir uns ausgesprochen, machen wir nicht mehr. Ah. So ist perfekt. So kann es bleiben. Aber ich habe ja auch meine, ja, nee, das ist gut. Das bleibt so. Ne? Ich habe jetzt weiter was gedacht noch, aber das bleibt so. Ein kleinen Schuss braune Brühe dran. Fertig. Kannst du meckern nicht. Kannst du nichts zu sagen. Nochmal abschmecken, nochmal probieren. Die schmeckt sich gut. Ja, ein schönes Stückchen Fleisch rein. Fertig. Ich schmeiß jetzt einfach noch den Petersilie oben drauf. Oh, Leute, hammerlecker. So, die Karotte habe ich auch noch über. Ich mache jetzt auch nur noch auf warm halten und dann
Niki hat sich hingelegt, also eigentlich schon vor ein paar Stunden. Er ist ja vom Krankenhaus, Küken hat ihn abgeholt schnell. Und jetzt hat er sich was hingelegt. Ja, der ist vorhin ganz doof gelaufen, also ein bisschen schief. Und ja, und da macht man sich seine Gedanken, ne? Aber ich soll euch ganz lieb drücken und sagen, Dankeschön, dass ihr an ihn gedacht habt. Und ja, dass er so ein bisschen, ja, so ein bisschen Trost hatte von euch. Das fand er sehr schön. Und er ist ja immer so ein Meckerkopf. Ja, nein, eigentlich bin ich der Meckerkopf, ne? Also er ist dann mehr so der Fürchterliche, ne? Der kleine Teufel, ne? Das ist ein kleiner Teufel, du. Ja, aber trotzdem. Ja, den Teufel, den möchten wir, also ich und Küken, nicht missen. Ne? Den wollen wir hier nicht vermissen. So, mal schön mit desinfizieren gleich. So alle zwei, drei Mal. Beziehungsweise wenn du Hühnchen drauf schneidest, grundsätzlich immer sofort danach einmal desinfizieren. Ganz wichtig, wenn du auch Eier, ja, mal darauf legst, also mit ungekocht, mit Schale, ja, immer darauf achten, auf so ein Brett grundsätzlich immer ordentlich desinfizieren, abwaschen, heiß Wasser und dann ist es auch eigentlich gut. Na, wir dürfen noch nicht so ganz empfindlich werden, ne? Ich sage mal, die meisten Krankheiten, die wir jetzt haben, sind ja auch viele neue dazugekommen. Ja, die meisten Krankheiten, das ist von den Lebensmittelkontrolleuren. Ja, da darf ja kein Löffel mehr sein, der irgendwie angetrocknete Mayonnaise hat. Ja, okay, ist nicht appetitlich, sieht auch nicht gut aus. Ja, und ja, aber das Problem ist, du hast überhaupt keinerlei Abwehrstoffe mehr. Nichts mehr. Ja, du isst ja nur noch steriles Zeug, ja. Und wenn man da nichts aufbaut, keine Abwehrstoffe im Körper hat, ja, das ist so wie Masern bekämpfen, ne, eigentlich. Ja, Masern werden ja mit Masernviren, ja, ausgeschaltet, ne. Dann hast du dann Maser, irgendwie Krankheit, sowas, oder Windpocken oder irgendwie, ich weiß nicht, alles sowas, und dann ist er aber im Körper und der Körper baut dann Abwehrstoffe. Ja, so, ab und zu ein bisschen Dreck fressen. Entschuldigung, nicht Dreck fressen, aber ja, dann müssten heute unsere Kinder nicht mit Kuhstall Dreck praktisch geimpft werden. Ne? Ja, diese Hygienekultur und so, ne? Das ist nicht das Beste. Ja, Leute. Alexa, hast ein schönes Lied für mich? Ich konnte keine Songs passend zu deiner Anfrage in deiner Bibliothek finden. Alexa, kannst du jodeln? Alexa, das hast du sehr schön gemacht. Danke. Freut mich, dass ich behilflich sein konnte. Schön, ne? Wenigstens einer, der mit mir spricht, ne? Ja. Was haben wir denn noch? Alexa, lach mal ganz gruselig. Ha ha ha. Ha ha ha. Das ist bescheuert, ne? Ha ha ha. Ach ja. Alexa, hast du ein Wow-Wow-Geräusch? Leider ist etwas schief gelaufen. Oh, die Frau meldet sich zu Wort. Die richtige Alexa. Ich bin da mal jetzt still.
und ich bin dann mal eben weg.de. Ich wünsche euch was. Schön, dass ihr da wart. Wenn es auch nicht immer so durchgehen. Jetzt ist Mittwoch, der 27. März 2024. Alles klar. Auch wenn es nicht immer so glatt läuft, ja, und immer nur lustig sein kann, das geht nicht durchgehend. Ja, also so Komiker, die kriegen ja so richtig Kohle dafür, ne? Ja, ich weiß nicht, gefällt mir aber auch nicht jeder, ne? Wenn ich euch gefalle und ihr könnt mit mir lachen und Spaß haben, dann vergesst den nicht, die Glocke, ja, Bimbam machen, Abo aktivieren und so was. Alles ist alles kostenlos, wir verlangen da nichts für. Ja, also ich wünsche euch was, ne? Haltet die Ohren steif, den Rest auch, ja? Gehabt euch wohl, ja? Und Glück auf und ganz wichtig, bleibt gesund.